Hey, hier ist der Grimmelipi und es geht weiter mit dem Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Ich fahre noch schnell eine niedrigere Reiseflughöhe an. Auf 230. Ach so, ich muss ja bestätigen. Ja, ich bin gerade etwas verwirrt gewesen. In den vorigen Teilen, davon ist ja schon Barcelona. Ich muss mal die Geschwindigkeit reduzieren, ich bin ja viel zu schnell. Ich bretter da noch mit dem Affenzahn rein. Ich muss mal die Störklappen ausfahren. Um Gottes Willen, was tut der? Sinken und halten 16.000, ja, das kam ja schon von ihm selber. Ja, wir sind in Johannesburg gestartet, in Südafrika, mit diesem Airbus A340. So, jetzt sagt er schon, Springbok 1123 Heavy, Sie befinden sich 76 Meilen Süd, drehen Sie nach links, Kurs 300. Okay, dann deaktiviere ich das mal und deaktiviere das mal. Und dann stelle ich da mal ein 300. Weil wenn er uns einen anderen Befehl gibt, müssen wir das natürlich immer zuerst ausführen, was er sagt. Ist mein Mikro, mein Mikro ist ja nicht mal beim Mund. So, aktivieren wir das. Und dann Radarführung, Landebahn 7 rechts. Ich habe euch ja was vorgelesen über, ich schaue noch mal schnell auf der Karte, die Frequenzen. Ich habe euch ja was vorgelesen über den Flughafen Barcelona, ist er das? Das ist Ach, das ist dieser Reus oder Rios, von dem ich euch auch was erzählt habe. Genau, und er hat jetzt gesagt, Landebahn 7 rechts. Asphalt. Das ist eh die lange. Heading 67, ich habe natürlich wieder nichts zum Aufschreiben, das freut mich immer extrem. 67 und dann 110,750. Okay, okay. Dann bleib ich mal im Pausemenü und stell da 7, ach so, das ist die Speed, da beim Kurs 67 ein. Genau. 67 stelle ich da mal ein und dann, wie mache ich das mit Umschalt 4, glaube ich, nö, mit Umschalt 5, nö, mit Umschalt 2, ja. Da klicke ich einmal zu NAV 1 und dann stelle ich da ein 100. 10, also mit dem äußeren Ring verstellt man die vordere Zahl und mit dem inneren, kleinen Ring die innere Zahl. 110,750 und wechseln wir das. Nö, wir wechseln es noch nicht. Ach doch, wir können schon mal wechseln. 110,750. So, das passt mal. Kurs auf Richtung. Ja, ja, wir beschleunigen unsere Kurs auf Kursausrichtung. Verlangsame doch mal. So, was hat er ge... Ach, sinken und halten 4000. Na, jetzt geht's runter. Auf 4000. Genau. Okay, drehen Sie nach rechts, Kurs 330. Jetzt bin ich wieder zu weit. So, jetzt bin ich auf 330. Anweisung bestätigen. Drehen Sie nach rechts, 360. Das ist ja genau Norden. 360, oder beim Airbus steht da, glaube ich... Nö, da steht 360. Anweisung bestätigen. Kursausrichtung beschleunigen. Ja, 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 was soll ich denn tun? Ach, jetzt muss ich wieder auf 330. Was hat er denn? Was schickt er mich denn so wahnsinnig kompliziert hin und her? Ja, jetzt war das gerade ein etwas wilder Einstieg in diese Folge. So, Barcelona.
Arrival, drehen Sie nach links 305. Das ist hier. Jetzt bleibe ich gleich in dem Cockpit, weil ich eh gleich wieder was... Ja, sage ich ja. Also heute schickt er uns gerne herum. Ich reduziere mal noch mehr die Geschwindigkeit. So langsam auch nicht. 220. Was hat er gesagt? Heading 335. Ja, und genau, Springers, drehen Sie nach rechts, halten Sie 2900. Sie befinden sich, drehen Sie nach rechts, Kurs 035. Dann stelle ich das mal ein. 035. Genau, 035, drehen Sie nach rechts und halten Sie 2900. Dann stelle ich dabei 3000 ein, dann mache ich auf 100 und dann noch auf 2900, bis Sie auf Landekurssender sind. So, dann mache ich mal die Simulationsrate auf vierfach. Jetzt lade da wieder, das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht sehen. Genau. Barcelona Kontrollturm. Und dann muss ich noch... das... das da, oder? Für Anflugkurs halten, das Approach. Und dann kann ich da eigentlich auf ILS stellen. Ach ja, ich hab verstanden. Ach, das Heading ist schon weg! Dann mache ich mal auf zweifach. Was? Ich bin im Wasser. Warum bin ich im Wasser? Scheiße. Entschuldigung, aber... sag mal. Was? Sag mal. Irgendwas ist da jetzt passiert, was nicht passieren sollte. Das muss doch einbleiben. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Da mache ich halt einen Sichtanflug. Puh, wisst ihr, wie ich mich jetzt erschrocken habe? Ihr könnt es mir gar nicht glauben. Ich muss das Approach anmachen. Oh Gott. Ich glaube jetzt, lande da sicher. Ich meine, sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, jetzt sollte es funktionieren. Ich sagte ja, mit diesem Flugzeug hatte ich schon mal Komplikationen. Wir wären fast ins Meer gestürzt, Leute. Wir wären fast ins Meer gestürzt und ich habe mich so geschreckt, dass diese ganzen Aufnahmen umsonst waren, die ich da gemacht habe. Ach, Gottchen. Machen wir das mal groß. Okay, er sollte gleich zum Sinken beginnen. Ja, ich glaube, er hat die Altitude raus. Ja, er sinkt. Er hat die Altitude raus. Okay. Er führt uns auf die Landebahn. Das ILS-System führt uns auf die Landebahn. Was piepst der Master Warning? Ach so, ja. Fahrwerk raus. Gear down. Fahrwerk raus. Genau, es hat auch zum Piepsen aufgehört.
Ich fahr mal die Klappen volle Kanne. Die Geschwindigkeit, da bin ich mir jetzt etwas unsicher. Ich habe etwas Angst. Jetzt haben wir Freigabe zur Landung. Ich mach mal auf Strecken. Ja. Okay. Wir kommen sicher auf die Landebahn. Da bin ich der tiefen Überzeugung. Im vorigen Teil habe ich einen Sichtanflug gemacht und dieses Mal leitet uns das Flugzeug sicher auf die Landebahn. Ich mache nochmal 160. Bisschen langsamer geht doch auch noch. 150 ist, glaube ich, die Endbahnfluggeschwindigkeit oder so. Langsamer traue ich mich dann aber nicht. Und genau so in der Dämmerung wollte ich eigentlich landen. So. In der Dämmerung. So, ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, ob das wohl gut geht nach so einem langen Flug. Ich habe mich ja wahnsinnig erschrocken. Jetzt, wo wir fast ins Wasser geklatscht werden. Schauen wir mal, wir sinken. Konstant. Das Fahrwerk ist draußen, die Klappen sind voll ausgefahren. South African. Und hier vorne ist Barcelona. Willkommen in Barcelona, kann ich zu meinen Passagieren schon sagen. Landing Checklist. Gears down. Flaps voll. Localizer checked. Gleitpfad checked. Ich weiß nicht, was Gleitpfad auf Englisch heißt. Landing Checklist completed. So. Wart nur ab. Ich habe Todesangst vor dieser Landung. Okay, und ich werde es kurz vorm Aufsetzen den Autopiloten rausmachen. Autothrottle mache ich jetzt schon mal raus. Und jetzt mache ich den Autopiloten raus. Jetzt habe ich die Kontrolle über das Flugzeug und lande manuell. So mache ich es nämlich lieber. So. Bin unten. Okay, wir sind unten. Jawohl! Willkommen Barcelona, die Schubumkehr ist ausgefahren. Willkommen in Barce. Willkommen hier in Barcelona. Freut euch in Barcelona. Genau, Exit Runway Enable. Aber bevor wir das tun, sehen wir uns um Optionen, Sofortwiederholung, sehen wir uns eine Sofortwiederholung an. Was gibt's denn hier für Sichten? Was da? Diesmal aus der Kontrollturmperspektive. Also hier kommen wir mit einem mega Flugzeug. Okay, zoomen wir ein bisschen raus. Also ich finde, der ist schon ein Wahnsinnsflugzeug. Also ich habe Respekt vor solchen großen Flugzeugen. Die Ansicht ist natürlich auch geil. Schauen wir es uns zweimal an. Aber jetzt schauen wir es mal aus der da. Da gleiten wir herein. Schön langsam, aber ich glaube, wir waren nicht so schnell, oder? Da beginnt die Landebahn. Wahnsinnig tief waren wir und da sind wir schon aufgesetzt. Und ach, da sind wir noch mal in die Luft. Und jetzt haben wir es endgültig aufgesetzt. Habt ihr das gesehen? Naja, so schön war die Landung dann doch nicht, oder? Optionen. Sofort Wiederholung. 100 Sekunden. Aus dieser Perspektive können wir auch ein bisschen nach vor... Ah, ja! Nö, können wir auch ein bisschen nach vor klupschen. Werden wir aber nicht viel sehen, also schauen wir so. Aber so schlecht war sie doch dann doch. Also so schlecht fand ich sie nicht. Könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr zu dieser Landung sagt.
Ich fand sie nicht, also die beste war sie natürlich nicht, aber so schlecht fand ich sie nicht. Da sind wir schon sehr tief gewesen. Und da denken sich die Passagiere dann, oh mein Gott, immer nur Land, Land und keine Landebahn. Immer nur Land und keine Landebahn. Immer nur Land und keine Landebahn. Immer nur Land und keine Landebahn. Land und Landebahn. Und das immer einmal aufgesetzt, dann habe ich erst den Schub rausgenommen und da war ich erst richtig unten. Seht ihr? Ich schaue mir das von außen auch nochmal an. Dann könnt ihr mir noch mehr Kritik in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, 60 Sekunden würde auch reichen, genau. Da erscheinen langsam die Landescheinwerfer am Boden. Ach, da waren wir extrem tief. Da waren wir extrem tief. Da habe ich Gas gegeben und da waren wir unten einmal. Und da sind wir wieder hoch. Und jetzt war ich erst wirklich unten. Und da ist die Schubumkehr ausgefahren. Das ist aber auch die kürzeste Landebahn. Und das habe ich euch erklärt, die zwei Landebahnen und da eine Kreuzung. Das Landebahn. Das ist die kurze und die breite und da drüben ist die lange und die schmale. So, ja. Naja. Ich meine, das mit dem Absturz vorher, also Absturz weiß ja keiner, mit dem Fast-Absturz, das darf man nicht ernst nehmen. Aber die Landung letztendlich war doch dann eigentlich recht gut. Finde ich. Dann sagt er Contact Ground. Ich bestätige. Dann warte ich, bis da kommt. Barcelona einstellen Boden. Rollen für Start will keiner. Also, Nö, das will ich eigentlich gar nicht. 8 Rollen zum Parkbereich und auftanken. Ach ja, lassen wir es einfach. Danke, da ist ich habe eh die Zeit schon wieder im Auge behalten. Also danke, dass ihr dabei wart. Es dämmert hier in Barcelona. Danke, dass ihr dabei wart und seid auch beim nächsten Mal wieder beim Microsoft Flight Simulator X dabei. Ich weiß noch nicht, von wo nach wo es da geht. Ihr habt mich noch ein bisschen inspirieren lassen. Und sagt danke fürs Zuschauen. Euer Grimmalippi.